Neuer Part, neues Glück. Wir sind wieder da. Ich bin entzückt. Ich heiße euch willkommen, meine Lieben, auf diesem unfassbar asozialen und wahrscheinlich von mir rausgeschnittenen Einstieg des mittlerweile. Kommt drauf dran, wie dick euer Fell ist. Wahrscheinlich eher zweiter Part, weil mein halbstündiges Gequatsche überspringt und ich kann es keinem übel nehmen und wahrscheinlich schon bei diesem hier keinen mehr zuschaut, weil auch der erste hier im völligen Chaos zu Ende ging und vielleicht ein bisschen verwirrt bin, aber das ist vielleicht auch ganz in Ordnung so. Und dementsprechend würde ich einfach mal sagen, drauf geschissen, wir starten jetzt direkt weiter. Ich habe keinen Plan, wir haben es gerade eben verkackt. Alter, weil auf der Zielgeraden gefühlt, also ein Katzensprung hier vorm Finish, auf einmal dieses Miniatur-Playmobil. Oh, Herrgott im Himmel, Alter. El Casino, einer der großartigsten Filme dieser Welt, das Meisterwerk zusammen mit Goodfellas und Gangs of New York, ach, eigentlich die komplette erste Sparte von Martin Scorsese bis in die 2000er. Wo Shutter Island noch ein schöner Streich war, Departed völlig überhyped und seinem Original Infernal Affairs in nichts würdig. Das ist ja falsch, also nicht würdig und Rotz und nicht mal seine Füße küssen darf, Alter, ganz ehrlich. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal aufs Spiel hier wieder selbst und auf jeden Fall Miniatur, Hotel Versace, sieht aus wie Playmobil, abgelenkt, Rennen verkackt und so weiter und so fort. Jetzt Konzentration, wir müssen ja auch eine relative Durchschnittsgeschwindigkeit an den Start bringen, da hole ich auch meine favorisierte Perspektive an den Start. Schon immer gewesen, relativ, Alter. Ich weiß nicht mehr, wann der Umstieg kam. Aber ich glaube auch nach meinem Zockerbreak von 6 Jahren, aus dem ich noch mit oldschooliger Third Person ausgestiegen bin Mal sehen, wie schnell dieses Baby ist. und eingestiegen mit den Adrenalin-Flash von Horrortrip direkt am Boden der Straße selbst. Oh yeah, Motherfucker, ich liebe den Scheiß, Für ein Gefühl. Alles cool, Baby. Also, was sagst du? Ich habe die Nummer von so einem Typ. Kein Interesse. Die Need for Speed-Teile der letzten Jahre vor allem auch. Der letzte war ein Paradebeispiel dafür, Auch ganz merkwürdige Fahrerfeelings und Steuerungsfeedback hey, mit sich bringt, Tyler, was stellenweise recht fern der Logik, vor allem Realität, was ja im Arcade Racer nicht verkehrt, aber die Logik muss zumindest da sein, ist nachvollziehbar sein und deswegen, da habe ich mich hier gerade jetzt noch nicht so reingefuchst und der Teil davor, also dass auch die Spielergemeinschaft und Kritiker selbst bemängeln, recht unausgewogen war und einfach nicht durchdacht angefühlt. Sehr schwammig, nicht wirklich präzise und naja. Keine Sorge, wir. Den hier steht. Just my two cents, oder wie sagt man so schön? Kein Wunder, dass deine Crew weg ist. Fick die Henne, du Miss. Oh, das treibt den Durchschnittstempo ganz schön in den Boden. Also das Ding ist, wie gesagt, wobei echt 10 Stunden EA Access Demo hier am Start, Also das können sie wahrlich nicht mit jedem Game bringen, Vor allem was dann auch Battlefront zweimal als kleines Beispiel angeht. Es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen Casual-Zocker, der Verpackung sein Weihnachtsspielchen wählt, etc. pp. Eben, wie manch einer das auch mit der Blu-ray tut und so weiter und so fort. Wuselt ja nicht jeder Zocker irgendwie Stunden
die Wochen durch Online-Foren und Newszeit etc. pp. Um irgendwie da abzuchecken, wo der Haken an der Sache und die uns wieder am Abziehen sind. Ey, das starte ich aber auch ganz knapp mit 8 Sekunden rein hier läuft, ne? Aber gut, ich sollte aufhören hier. Irgendwelche Branchenanalysen oder Vitalismusstudien an den Start zu bringen, so Kipfen hiemit. Das hat niemand gehört, Alter. Und ist auch nur rein satirisch hier dem Spaß geschuldet und Revenga, Alter. Bin guter Schauspieler. Ne? Ist klar, ich halt auch schon das Maul. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Oh, da habe ich aber richtig verkackt, ne, muss ich sagen, ne? Das ist ja auch schon, als wenn ich den durch den Sandsturm gepeitscht hab, ne? Was? Okay, Peter, ab nach Hause. War ein harter Tag bei uns im Untergrund. Haben ein paar Autos geklaut, Nutten an den Arsch gepackt und einfach nur Mist gedrast. Aber jetzt ist Zeit für ein Käffchen und die Familie selbst, ey. Chill out. Das mit den Nutten tut mir leid. Ich halte ja schon das Maul, ich mach da noch Miau, ich fahr halt durch die Flut, das macht mir wieder Mut. Das Furchtbares an der Sache, meistens dieser Wahnsinn bei mir erst ausbricht, wenn bei der 20. oder 30. Minute angelangt. Ich denke, dass kein Schwein auf diesem Planeten jemals so weit kommen wird. Der Nonsens gibt, aber Minute 7 ist schon hart. Ey, das direkt an den Anfang zu packen, das kann ich so schnell nicht verschleiern. Fuck off, aber wird schon schief gehen. Oh yeah, baby. Gave me the beat. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler, aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid. Nee, nee. What the fuck, Alter? Sag mal, ist der hinter mir mehr oder. Ist der auf Tour und wenn dem jetzt irgendwie in die Karre piss eine Aufmerksamkeit gewinnt? Oh. Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. Das war ein bisschen scheiße, ne? Warte. Ja, nee, 48 Sekunden. Die Zeit ist ja echt spendabel gegeben. Was ist denn Navarro? Ich höre ja auch einfach nicht zu, ne? Weil mir diese generischen Klischee-Fotzen von Hauptcharakteren so am Arsch vorbeigehen. Ne? Könnte aber auch am Stoff liegen, weiß ich nicht genau. Also, ich hab gehört, oh yeah, Motherfucker. Neues Rennen verfügbar. Sowas fuckt mich schon tierisch ab, ey. Ich hatte ja irgendwie die Hoffnung. Voll der Scheiß, ey. Mäßig müssen wir uns jetzt nonsensig genäht und Driftrennen scheiße kennen, damit wir wieder ein bisschen spectaculous inszenierte. Schauen wir mal, wie weit der Ganze gestreckt wird. Sollte das Richtung 15, 20 Stunden gehen, dann hast du dir leider echt den Strick gebunden hier. Bei aller nicht gerechtfertigten Hoffnung meinerseits, ich dann eben zugeben muss, verkackt zu haben. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Wie weit auch denn diese Standardrennen mit Takedowns und Co. vielleicht mitbringen. Draufgeschissen. Angewählt. Angezoomt. Und Wegmarkierung am Start. Lenny. Wir sind hier live auf dem Arsch. Das geht echt mal gar nicht. Was sind das für Mucke? Kann ich die auch relativ mal wechseln? Was habe ich jetzt getan? Was zur Hölle? Ich hab schon. Alright, das habe ich mir schon fast gedacht. Aber hat ganz schön lange gebraucht, bis wir da einmarschiert sind. Nee. Oh, ey, das hättest du echt nicht tun dürfen. Ne? Das
hält uns nur noch rotzige Grafik im Standbild vor Augen. Also in Bewegung selbst kann man es ja noch irgendwie aufs Kanten flimmern und Co. schieben, aber hier siehst du die böse Wahrheit, ne? Das schon. Oh Gott, vor allem in der Ferne, aber da natürlich auch die Xbox Standard mittlerweile das diskriminiert. Ja, danke schön. Diese Dinge in der Current Gen Runde. Die Switch lasse ich da mal außen vor, weil die brodelt ihr eigenes Ding und das ist auch gut so. Ich freue mich auch schon tierisch darauf, Anfang nächsten Jahres mit dem Schmuckstück einzusteigen und endlich wieder mit meinem kleinen Klempner durch die Gegend zu ziehen. Darf ich gar nicht dran denken, Alter. Sonst renne ich morgen in den Laden und gebe die 55 Ocken, die ich jetzt für den PC am Freitag ausgebe. Ich finde Switch auf dem Kopf, aber alles cool, Da ist aber auch gerade so ein bisschen der Wurm drin, muss ich sagen. Um die Karte zu die Waldfee und. Das könnte nicht wirken, ne? Alles gut. Ich hatte so ein Schild von der Decke, glaube ich, im Fuß gekitzelt. Ich habe mir nicht um Ei gejuckt. Nee. Das kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt hier angekommen. Lutheran zoomen. Ey, ich hab alleine schon. Start. Ja, aber das läuft. In der Hinsicht muss ich auch schon wieder sagen, dass ich einfach so wenig Zeit wie möglich mit irgendwas anderem als meinetwegen den vielleicht richtig geil inszenierten Hauptstrang dieses Singleplayer-Mods zu folgen. Und da sind diese Rennen für sicher schon ein Tritt in meine ungeduldigen Eier. Aber dann auch noch so wieder dieses Open World hingefahren zu den Rennen selbst, ey. Und dann guck mal hier, da ist ein Schild. Willst du das nicht zerfahren? Kannst dir ein bisschen Geld klar machen, du Wichser? Und. Nee, ich hasse Open World in Rennspielen. Ich hasse sie wie die verfickte Pest, ey, ganz ehrlich. Wie mittlerweile eigentlich überall. Ubisoft und Co. hat das einem so versaut, ey. Aber gut, anderes Thema. Eigentlich gar nichts. Und hier ist ein Hund. Hallo Lenny. Wie kann ich? Ich kann leider nicht jetzt mit dir interagieren. Dieses süße kleine Hund, weil ich hier ein Rennen zu gewinnen habe mit der absoluten Psychomucke. Chicho, ey, da haben wir das Playmobil Miniatur Super Hotel im Background. Das ist so echt ein schlechter Witz, oder nicht, ey? Bin auf dem vierten Platz gefallen, sollte jetzt mal die Fresse halten. Ist das ein beschissener Sprint? Ja, ne? Kann ich, glaube ich, schon neu starten. Habe ich verkackt, ey? Glaube ich, verschwendete Zeit und Mühe jetzt hier noch relativ. Kannst du nicht packen? Come on, scheiß drauf. 300 Meter, Alter. Geben wir einen Neustart. Richtig verkackt. Konzentration. Und jetzt wird durchgestartet, Alter. Uno momento, el compañero. Hat ganz schön lange Ladezeiten. Vor allem was Neustart angeht, das geht stellenweise gar nicht. Alright, Baby, jetzt reißen wir das Ding. Kurz mal den Augendreck. Ein Apfel gepult. Der Hund nochmal genervt und positioniert. Und dann kann das hier nur schief gehen, ne? Oh yeah, Motherfucker. Ey, Jamal, Digga, was geht? Ist auch wieder so ein Klischee-Unterschicht-Gossen-Name. Das ist schon wieder wehtun, ey. Und eigentlich die Menschenrechts an dieser Welt am Aufschreien sein müssen. Also etwas überspitzt hier ausgedrückt. Aber nein, Jamal ist cool drauf. Den Takedown ich vielleicht, oder was, ey? Geht das vielleicht nur mit den Bullen oder feindlich gesinnten Streitkräften in Hauptstory-Strängen?
Weil das sind ja so unsere Need for Speed Straßen Bros, Alter. Weißt du, wir machen zwar so auf Rivalität und so, aber eigentlich sind wir alle so derselbe Schlag und haben uns alle voll gerne. Außer Azar, das ist schon abgefuckter Schwanzlutscher, so. Den mobben wir immer alle. Mobben ist echt uncool, Mann. Ich bin echt Zweiter geworden. Das ist voll scheiße, ey. Azar, du Hurensohn, Alter. Dafür stecken wir dich wieder mit dem Kopf in die Tonne, du Mist. Mobben ist echt uncool, Mann. Spaß beiseite. Ich schwöre, ne? Ihr verkackten kleinen Dreckskinder, ne? Die in Gruppen irgendwelche Persönlichkeiten und Charakter zugrunde richten, bevor die sich überhaupt entfalten können. Ihr seid der allerletzte Abschaum, Mann, relativ, ey. Und sie wusste nicht, was sie tun, ne? Sie ist aber auch hier, ne? Ein Potpourri aus. Ich kann es nicht in Worte fassen. Jamal! Auf jeden Fall immer dieselben Spasten an der Spitze. Kann sein, dass ich das eigentlich schon wieder verkackt habe. Habe ich hier irgendwas eigentlich noch nicht mitgekriegt? Wie so Noss-Einspritzung oder so? Nee, ne? Natürlich, Baby, Alter. Denn wir sind. Here we go, run! We gonna do! We gonna shot, go, let it go! So falsch, ich weiß. Right here. Ey, ohne Scheiß, Mann, ne? Ich habe DMX damals schon mit 16, 17 abgefeiert, bevor der Scheiß durch irgendwelche geilen Deadpool-Szenen grandios in Szene gesetzt und okay, ich kann das Ding gewinnen. Wieder zum Hype gebracht, aber X gon' give it to ya, we gon' give it to ya, X gon' give it to ya, we gon' give it to ya, we gonna die, we gonna roll, we gonna rock, go, let it go. Was aber jetzt? Scheiß drauf, ich halt einfach das Maul. Reiß dich zusammen. Ja, das war nicht übel. Das Haus hat vielleicht Verwendung für jemanden wie dich. Je besser der Racer, das Ende vom Lied ist und wo ich gerade noch mal meine Integrität etwas bewahren wollte, also und der Zug natürlich mittlerweile komplett auf einen anderen Planeten eingefahren. Ist das, man früher kein Englisch konnte, sich das mit diesem bescheuerten Scheiß ins Hirn reingefressen hat und dementsprechend das auch so tief sitzt, dass du nicht mal mehr dadurch belehrt wirst, dass du einfach mal die Ohren aufmachst. Du hörst mit, dass du da jetzt eigentlich zugebombt wirst. Also relativ. Also ganz relativ. Und im Moment, wo ich das sozusagen a cappella aus mich herausdrücken muss, kann das nur recht fremd schamig enden. Ich lade das niemals. Nö. Nee. Alright, Motherfucker. Das ist ja doch schon recht imposant, der da im Bau befindliche Wolkenkratzer, Baby. Ich den nicht so richtig unter die Lupe kriege, da man hier auch nur im Kreise sich drehen darf. Ey, dafür liebe ich GTA. Das ist dann auch wenigstens nicht so eingeschränkt in punkto reinen Racers sein und so kriege ich so welche Features eben mit auf den Weg. Wobei ich das eben eigentlich nur wie einen beschissen geilen Arcade-Racer nutze und in der Hinsicht hat Payback auch ein bisschen verkackt. Ich spreche ja die ganze Zeit von meinem Affen in puncto Arcade-Racer und Co., aber da letztendlich GTA wahrlich die beste Medizin und Methadon dagegen, weil ein Genuss, ein absoluter Genuss, vor allem was Rockstar in den letzten Monaten und auch gefühlt ein Jahr da noch zugepackt, die Stuntracer mittlerweile ja doch schon ein wenig älter und die perfekt
letzte Zugabe waren. Ey, der Wahnsinn durch diese gefühlten Hot Wheels Tunneln bei den Wolken von Los Santos. Spitzen der Wolkenkratzer selbst zu heizen. Und wie viel Schadenfreude da aufkommt, wenn du mit 16 Mann durch diesen Scheiß am Rauschen und du die andere sich da von der Bordsteinkante kicken. Fantastisch, fantastisch. Das Ganze jetzt ja auch noch durch diese drei Special Cars erweitert wurde, ne? Dieser Turbinenrenner. Das Jetski Quad, Das ist ein beschissenes Quad, Alter, was du dann mit einem Knopf auf dem linken Stick ein wassertaugliches Jetski umwandelst. Und eben der Fallschirm, DeLorean, Alter, der Hammer, Drückst du einfach mal MB und ein beschissener Fallschirm kommt aus deinem Auto raus. Wisst ihr, was sie da für Strecken und grandiose Aussichten und Flüge allen bescheren. Wahnsinn. Unbedingt auschecken, Vielleicht auch noch nie GTA, Alter, die Chance gegeben, weil er mit dem ganzen Underground-Shit, schwarzhumorigen Kram und geilsten aus der Reihe tanzenden Storytelling nichts anfangen konnte. Nein. Geschmackssache. Relativ. Ganz neutral betrachtet, Alter, ist GTA aber das perfekteste Spiel, was je entwickelt wurde. Vor allem auch in puncto Detailverliebtheit und in heutigen Zeiten mit Budget und Zeit vollgepumpten Vertrauens, Ich hatte damals gehofft, dass ein Zeichen setzt. Vor allem einen Meilenstein geschafft, der ja auch das Mindeste wohl war, und zwar den Guinness-Weltrekord für das meistverkaufte Spiel aller Zeiten zu knacken, das zuvor bestimmt nicht. Gut. Willkommen beim Haus. Besetzt vom grandiosen Fließband-Vorzeige Low-Budget-Hinrotz-Marketing-Kapitalisten-Missgeburten Call of Duty Modern Warfare 2 vor allem. MW1 noch in allen Ehren, geschmackstechnisch auch dann nicht ganz mein Bier. Mir diese pathetische und voll Patriotismus sprudelnde Military Real Life Background mit Krisen, Alter. Also es ist der Realität schon sehr viel näher als jedes fantastische oder Science-Fiction-technische Szenario und das schmeckt mir nicht so gut. Das habe ich gerade schon wieder verkackt ein bisschen, ne? Aber alles geil. Was soll ich denn jetzt hier machen? Fahr zum Zielpunkt. Aber ja, mit mittlerweile, glaube ich, 37 Millionen war vor knapp 3 Jahren, also da stand ich. Mittlerweile sind die auf 48 mit dem Next-Gen-Release und Co. und etc. pp. Angekommen. Absolut verdient, das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten, auch wenn ein bisschen getrickst, relativ. Schon mit dem 360-Release damals GTA den Rekord gebrochen. Alles, was danach kam, ist nur Pufferzone. Das ist wohl beste Spiel aller Zeiten. Bei GTA 6 muss man sich ja mittlerweile echt ein wenig Sorgen machen, wo da letztendlich noch die Prioritäten bei Rockstar liegen werden. Nachdem man letztendlich uns nicht mal mit einem Singleplayer-DLC beglückte, was zu Release wahrlich so klar wie Kloßbrühe gewesen war. Und auch mittlerweile in manch Marketing-Äußerung seitens der Chiefs von Rockstar durchgedrungen, auch nie so geplant war, die relativ erschlagen wurden von dem Erfolg von GTA Online, was natürlich auch ein Schmuckstück Multiplayer-technischer Abwechslung und Spaß am Darbieten ist. Trotz alledem man aber vor allem überwältigt war in puncto Gewinneinbringung mit Shardcards und Co.
Und an der Stelle der unangefochtene König und Heilbringer und Retter des Morgenlandes, okay, Rockstar Games. Jetzt bist du dran. Ist für mich persönlich ein wenig an seiner Unantastbarkeit jetzt gekratzt. Erstmals auch ein wenig hier am Durchschissen. Und zuvor da bei mir eine pure Leidenschaft zu sehen, war die dann natürlich auch mit entsprechenden finanziellen Erfolg belohnt werden darf. Und das ist auch ein Branche heutzutage einfach nicht versteht. Kreative Freiheit heißt nicht gleich absoluter Gewinneinbruch und kein Schwein kauft's denn mehr. Man muss nicht alles immer gleich verwässern. Die Titel, die uns im Gedächtnis bleiben, zigfach geremaked sind und so weiter und so fort, haben markante Züge, Charakter, noch eine gewisse Note weg von diesen ganzen Ubisoft-weichgespülten Formelschrott etc. pp., wo mittlerweile Assassin's Creed mal wieder bisschen aus der Reihe tanzt, aber ich möchte noch nicht zu sehr in Vorfreude wiegen, weil ja erst auch nur den Einstieg hinter mir, aber Bajak, der Hauptcharakter selbst mit seinen sehr islamischen Zügen, also frisch aus dem Morgenland, was der Thematik entsprechend auch absolut ein Must-Have, fantastisch aus der Reihe tanzt, Alter. Auch Ubisoft selbst mit der Besetzung des dafür verantwortlichen Programmierers eines islam-muslimischen, oh mein Gott, jetzt hätte ich aber fast richtig heftig ins Fettnäpfchen getreten, eines muslimischen Ägypters komplette Leitung des Spiels auch inne hat und dementsprechend auch kulturell sehr viele Einflüsse da mit sich bringt, was wirklich gut ist und Spaß macht, Alter, in Assassin's Creed selbst, weil es auch viel mehr zum Setting selbst und seiner Location Ägypten etc. pp. Passt. Ich kann das gerade nicht so in Worte fassen, weil ich, wie ihr ja schon eh gemerkt habt, ziemlich benebelt bin, aber da könnt ihr gerne nochmal auf meinen Assassin's Creed Let's Play zurückgreifen, ihr Süßen. Würde ich mich tierisch über freuen, solange auch vor allem Spaß damit habt, natürlich. Ja. Aber ja, da gehe ich da auch noch sehr viel genauer drauf ein und bin auch ein bisschen mehr bei Verstand, Alter. Hier habe ich ja heute komplett abgeschaltet, was aber dem Spiel hier entsprechend absolut EA's Vorstellung entspricht. Mein Gott, ich hab das mal ein Fazit gekauft. Timmy! Oh Gott. Es tut mir leid. Ist schon, was ich meine. Welch genüsslicher Tropfen, meine Kate. Einmalig der Geschmack von Miranda ist. Auch für dich. In jedem Supermarkt. Wach auf, man, beruhig dich jetzt endlich. Okay, läuft. Ein so ein Rennen machen wir jetzt noch. Durchs Letzte, ganz instinktiv im Eimer im Gequatschen und entweder geht das richtig in die Hose und ich krieg gar nichts gebacken oder ich bin instinktiv in so einem Rausch, der mich im Background das Ding perfekt am Fahren lassen hat. Das ist stellenweise schon besser Funz, als dass ich darüber nachdenke. Den nervöse Fehler am Abdriften. Speed Hunters, Bitches. Geile Optik. Sobald hier die Nacht einkehrt, macht die ganze Sache auf jeden Fall schon mal sehr viel mehr Bock. Der Las Vegas technische Farbenfrohe des D-Faktor kommt ins Spiel. Ey, viva Las Vegas. Du, 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 du. Oder der Fear and Lure singen Las Vegas, Alter. Denn ich habe meinen Anwalt bei mir. Was erkennen Sie so an Ihren Golfschuhen? Hey, dachtest du, ich beobachte dich nicht? Es tut mir leid. Boah, wie oft soll ich mich denn hier noch entschuldigen? Schalte einfach den Stream aus. Vernichte das vorhandene Material und kehre es unter den Boden. Unter den virtuellen.
Very good. Nassim, interessant. Ich bin echt scheiße gerade. Diesmal funzt das auf jeden Fall nicht so wie... Interessant. Ich fange aber so langsam auch die Bremse und die harten Kurven an zu verstehen. Da heißt einfach mal richtig ins Eisen gehen, rumreißen, loslassen und wieder raus. Und er geht mit einem ganz schönen Turbo da rein, Alter. Richtig gut, funktioniert. Gefällt mir. Daran könnte ich Gefallen finden, ne? Ist recht einfach gehalten. Am Ende vielleicht sogar zu einfach, könnte mit dem einen oder anderen Burnout aber dann auch an relativer Spieltiefe noch gewinnen. Mumi Jung. Zweiter Platz läuft richtig. Es sind Rundenrennen. Interessant. Ich muss was tun. Sonst wird das echt böse hier enden, so ein bisschen. Wo ist denn der Typ hin? Fick dich ins Knie, du Hurensohn, SUV-Missgeburtenkind. Ey, ist auch scheißegal. Ich mich gar nicht drüber aufhören. Der ist ja über alle Berge gewesen. Ich bin ja auf dem ersten Platz. Ich verfolge hier gerade einen gefühlten. Ich schieb schon schwere Paranoia, ne? Also ich sollte mir so langsam mal Sorgen machen, ne? Dein kleiner Stunt hat uns einiges gekostet. Eine Menge Geld, Tyler. Du verärgerst hier das Haus. Alles in dieser Stadt gehört uns. Jedes Rennen, jeder Midnight-Run, jede Offroad-Rally. Das Haus gewinnt immer. Hier kann ich doch schon ein bisschen was abgewinnen, muss ich sagen. Gefällt mir. Wir sehen uns. Es funktioniert für mich gerade. Also diese autoritäre Ausstrahlung gepaart mit den jetzt nicht Maßstäbe setzenden Dialogen, aber weiten besser als den Scheiß, der dieser komische Gambler gebracht. Fuck all. Aber ich habe die ganze Zeit auch nicht so wirklich zugehört. Also ich habe es zumindest versucht, aber ich bin seit 7 Uhr aber. Das zu meiner Verteidigung sagen kann. Unabhängig von gewissen Rauch, der vielleicht in der Luft am Liegen, aber. Ja. Fuck! Was geht denn eigentlich ab? Erreiche den Fluchtpunkt. Zeit verlängern. Läuft. Ich muss jetzt mal gerade hier die Crash-Test-Dummy-Sicht reinhauen. Hallo, meine Süße. Ich hab Bock, euren von euch jetzt wegzuficken. Ach, das sind hier, siehst du, genau das meine ich auch. Fick dich ins Knie, du Hurensohn. Totaler Scheiß, wie der da an der Wand macht, aber so. Funk, 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 funk. Oh, oh, ich find's geil, irgendwie. Ich find's geil, ne? Du kannst nirgendwo hin. Da muss man auch mit harten Rums kurz mal in die Seite rein. Ich wusste, dass du da neben mir chillst, du Wichser. Oh yeah. Ey, da war gerade so eine komische Automatiksteuerung, Alter. Oh, come on, Baby. Das ist langweilig, aber alles cool. Schau auf die Straße, du Penner. Ich kriege ich ja wohl gleich noch zerfickt, ey. Wie weit ist hier auch Takedown-Abwechslung à la Burnout 3 vor allem gibt? Bin ich mal gespannt, erwarte leider aber auch nicht viel, Weil ich auch keine Anhaltspunkte in der Richtung sehe. Jetzt irgendwelche markant daraus stechenden. Killer-Barrikaden, die da am Rande stehen. Entschuldigung. Ey, jetzt verliere ich gerade ein bisschen den Faden. Ey, guckt euch mal diese freie Fickfotzenfläche da an und diesen kleinen, schmalen Miststein-Rand dort. Also, kurz mir ziehen, wo es ist. Ist ja schon ein bisschen ruhig zu ziehen, wo du einfach mal ein bisschen durchheizen können. Wo schon scheiße geworden. Hätten noch ein paar Bücher an den Start bringen können oder so, da. Aber gut. Habe ich hier eigentlich eine Handbremse oder dergleichen? Ah,
wie ich das eigentlich immer so stellenweise tue, mit einer kleinen Handbremse um 180 Grad in die Ziellinie rauschen. Hier könnte ich, ich habe keinen Plan. Da fällt mir gerade etwas auf. Und zwar... Was zur Hölle war das denn gerade? Weil da so Funken aus dem Auspuff geschossen, dachte ich in dem Moment, wo ich das für einen Augenblick gedrückt, das wäre die Einleitung so zum Buso. Aber was ist denn das für eine stylische Bremse, aber muss ich sagen. Ja, das ist geil. Das ist geil. Aber gut, jetzt gehen wir wieder den stockerschigen Gemmler besuchen, oder was? Da hinten auch die kleinen Playmobil-Aufzüge am Auf- und Runter. Jede Wette und jedes Spiel manipuliert sind. Das wow. Will das Haus. Und es wird alles tun, damit es so kommt. Das Haus, ey. Das hat nichts mit mir zu tun. Bitte, es hat extrem mit dir zu tun. Extrem wie so ein trashigen C-Movie der 90er, was du wahrscheinlich mal mit Action betiteln konntest. Schon mal vom Outlaws Rush gehört? Aber das Haus ist das größte Rennen des Landes. Ja, und das Haus manipuliert es. Spieler setzen Millionen und er bekommt was ab. Hat er gerade von The Run gesprochen? Heute... Das ist eine Anspielung auf den total Reinfall Need for Speed. So wie du fährst, bist du der beste Racer der Stadt. Wir müssen dich nur an den Start kriegen. Gewinn den Outlaws Rush und das Haus und Navarro sind erledigt. Hm. Wir gegen das Haus? Ja. Ich meine wir. Rette dein Casino allein. Es geht nicht nur um mich. Das sind deine Straßen, Junge. Was ist oh mein Gott, bin ich verstrahlt. Alles cool. Ja, es holt mich dann auch direkt wieder down. Ja? Okay, kurz Tyler, wieder in die Höhe geschossen. Mit meiner kleinen Jackie Brown für... Gegenwartsrebellen, um gleich wieder vom Gambler selbst in die Eier getreten zu werden. Mit seinen Schwachsinns. Ah, das Haus hier selbst, weiß ich nicht, wie das soll. Ende vom Lied ist, einen kleinen Lichtblick gab es ja noch im Hinblick auf die jüngste Vergangenheit der Need for Speed-Reihe. Also im wirklich abscheulichen Zeitraum von Most Wanted bis eigentlich dann zu Most Wanted. Was einerseits den Abschaum eingeht, aber auch wiederum den war das Need for Speed unter Most Wanted. Hot Pursuit, natürlich! Das war ja Back to the Roots, Motherfucker, stimmt? Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das noch... Somit, da hat das Marketing, Alter, von EA mit dem Vor-, also dem Teil hier vor, Alter, zu gute Arbeit geleistet, hat sich immerhin hingebrannt. Aber natürlich, das war ja wieder mit dem Untertitel Hot Pursuit, dem wohl eigentlich wirklich, was Need for Speed auch und seine Ursprünge angeht, besten, ausgereiftesten und seine Zeit am davonlaufen. Teil der ganzen Techer als Maßstäbe sondergleichen gesetzt, Alter. Da gab's noch die Voodoo-Karten und TNT-Hammer. Voodoo habe ich vor allem auch immer mit Need for Speed 3 in Verbindung gebracht, weil das dem beilag. Need for Speed 3 Hot Purse. Den zweiten Teil habe ich noch auf PSX gezockt, den ersten nur ganz kurz bei Kollegen früher mal gedaddelt, aber den zweiten haben wir gesuchtet, die grünen Trucks auf den Straßen gejagt, da hatte man aber noch keine Bullen am Start. Stattdessen haben sie viele Leute enttäuscht. Erklären Sie mir das. Das Problem ist bereits gelöst.
richtig gut. Wobei ich hoffe, dass du ein kleines, vereinsamtes Kellerkind bist, genauso wie du ausschaust. Und oh yeah, Baby. Da kommst du sogar persönlich für vorbei. Muss aber doch schon ganz schön Gefallen an uns gefunden haben. Aber da nicht noch was drehen können. Also ich würde auf jeden Fall schon sehr viel lieber auf deiner Seite stehen, Mädchen, als auf des Stockenarschs sitzenden Gambler-Gaylords. Du brauchst deine Crew. Kacke, wir ziehen aber gegen die in den Krieg. Amber Valley, 7 Uhr morgens. Okay, Mac. Bring's einfach hinter dich. Und lächle dabei. Ist das die Stimme von Joe? Hey. Hush, Papi. Nein. Ich heiße Hashtagger. Fuck, Alter. Hilf mir doch mal noch auf die Schulter. Kein Tiger-Selfie. Komm, fettes Roar. Große Rolle in irgendeinem Singleplayer-Epos der jüngsten Zeit. Oh, das fickt meine Birne. Das fickt richtig meine Birne. Irgendwie bringe ich das auf morbide Art und Weise mit Last of Us zusammen. Das daran, dass es zumindest ein Nebencharakter war. Boah, wenn mir da irgendjemand auf die Sprünge helfen kann. Oder vielleicht sogar Film, ich weiß es nicht. Warte, es ist gerade sofort da. Natürlich, Entschuldigung, Alter. Der beschissene Zombie aus Ugly Americans, Alter, auf jeden. Wobei mir das gerade eingefallen ist und die Spieletheorie trotzdem noch stimmen könnte. Zeige drei gute Drifts. Das ist jetzt gerade mal so ein Nonsense-Ding. Ich glaube, wir machen hier wieder einen Stundenpart dann draus. Zack, die Bohne. Ist das jetzt eigentlich auch schon der zweite Story-Part? Okay. Wir sind dann jetzt mittlerweile auch schon 2 Stunden dabei und haben mal gerade ein Fünftel unserer Testphasenzeit von... Entschuldigung. Au. Das war ein guter Drift, obwohl ich am Ende noch gegen die Bande geknallt. Da seid ihr aber nicht sehr konsequent. Macht Spaß, warte mal kurz. Entschuldigung, aber einen müssen wir dir ja noch liefern. Was passiert? Weil ich jetzt voll verkackt. Was passiert? Tigger-Selfie, Mission fehlschlagen. Ziege. Zeige 3 gute Drifts. Das machen wir jetzt gerade mal nochmal. Und eigentlich bei einer Dreiviertelstunde. Das war so ein komisches Ding. Habe ich noch nie mal irgendwelchen Let's Plays gesehen. Wobei die komischen Partlängen und Abbrüche etc. pp. Von meiner Seite her. Ach, da ist das eher kuriose. Aber gut. Den Drift-Scheiß bringen wir jetzt hier noch zu Ende hier. Es ist wirklich simpel. Man nimmt den Sport und lenkt dann hart ein. Hier, ich zeig's dir. Ey, ich seh ohne Scheiß gerade den beschissenen Dreckszombie von Ugly Americans direkt vor mir aufgesetzt. Ist gut, Digga. Hab ich die schon gemacht? Ja, läuft doch schwer, ne? Das war noch längst nicht alles. Das ist total asozial. Also, ihr solltet schon ein bisschen konsequenter sein und die Dinger, wo eine Bande am Abrauschen bin, schon irgendwie dann Chancel, ne? Mach das ja. Ey, das hat mich jetzt, glaube ich, gefickt, ne? Doch nicht, ne? Ne, haben immer noch 3 von 3 am Start, alles gut dabei. Düp, düp, düdeli, lüp, düp, düdi. Und so macht man das. Los. Oh, jetzt kommen die auch mit so einem Selfie-Schrott um die Ecke. So. Na schön.
Weißt du was? 10 verkorkste Produzenten auf. Und was? Jetzt nach dem Entscheidungstisch erzähle ich da was. Was mag die Jugend heute? Ja, das ist doch klar. Selfies, lass uns weiter Koks ziehen. Ja, das war so schlecht. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich bringe jetzt irgendwie noch Fahrt zum Zielpunkt. Ich dachte schon, die Frage geht an mich, weil dann würde der Motherfucker sich sicher über mich lustig machen. Dem Scheiß, den wir gerade zusammenbraue. Aber läuft. Bist du deshalb in Amerika, um deiner dunklen Vergangenheit zu entfliehen? Was? Nein, Mann, nicht dasselbe. Das hier ist das Land der SUVs. Echt? Endlosen Straßen. Der perfekte Ort für einen Neuanfang. Klischees, Klischees, Klischees. Ihr könnt doch die ganze Zeit einfach vor sich her breiten. Und da ist Fremdschämen schon wieder schwer. Angesagt. Genau. Man drückt einfach den Drift-Button. Was aber immer noch nicht Forza Horizon am überbieten ist. Das ist ein marketing-generischer Rotz, zumindest was das Drumherum am Angehen ist, ey. Unglaublich. Was war denn das? Drift um die Zielpunktzahl zu übertreffen. Je länger du driftest, desto mehr Punkte zählst du. Ey, ist das fucking NAS, Alter? Auf jeden, Mann, den hab ich ja ewig nicht mehr gehört. Ey, ich bin auch echt nicht mehr aktuell. Ich bin alt. Da kriegt man sowas nicht. Aber das ist fucking NAS, Mann, Alter. Richtig gut, ey. Okay. Punkte erzielt zu. Versuche ununterbrochen zu driften. Punkte-Multiplikator zu erreichen, das hört sich doch nach den üblichen Shit in der Category an, ja? Ja, schauen wir mal, wie einfach sich das hält. Das kann sogar richtig Spaß machen. Wenn Steuerung, Dynamik, Fahrphysik und Coda zusammenspielen und auch die Strecken relativ gute Möglichkeiten für ein paar geile Kombos und so mit sich bringen. Und das wird einfach dahin gerotzt, Alter, weil die Crunch-Time schon wieder ausbluten ist. Aber ja. Funktioniert einigermaßen, bin auch ziemlich verstrahlt und stelle mich unfassbar dämlich an, aber die Punkte kriegen wir ja locker zusammen. Das ist dann auch der stellenweise vorhandene Schwachsinn, was diese Drift-Herausforderung im Zusammenspiel mit Punkten angeht, auch bei vielen anderen Vertretern. Ich glaube, Force hat das stellenweise auch nochmal an den Start gehabt. Zumindest was den ersten angeht, aber da könnt ihr auch jetzt lügen, trotz alledem gehört das zur Standardkost. Der mittlerweile, genauso wie jeder Ego-Shooter, Third-Person-Shooter, da weiß der Geier gleich aussehende Arcade-Racer, Alter. Aber um hier nochmal die beschissene Pointe zu finden, ja, der Schwachsinn ist doch, ich könnte doch im Endeffekt, da stand jetzt ja noch nicht mal eine Zeit und inwieweit ich da jetzt auf der Strecke bleiben musste, keine Ahnung, aber ich hätte doch irgendwie 20 Millionen Schlägel da durch die Wüste ziehen können und irgendwie fucking 1 Million Punkte generieren können. Das ist doch irgendwie ziemlich dämlich, dadurch habe ich doch jetzt auch doppelte Punktzahl gekriegt. Aber ich halte ja schon das Maul, das ist am Kotzen, das ist so. Oh. Aber richtig, Mann. Und dann ist er so cool durch die Gegend gedriftet ist, ey. Und Jess hat's vorher nicht vertragen, weißt du, weil es noch nicht voll so drauf hat und so. Ah, genauso wie ihr euch für mich gerade schämt, fremd schäme ich mich da für fremd. Und somit befinden wir uns in einem Teufelskreis des Fremdschämens und sollten uns wahrscheinlich einfach alle die Kugel geben. Siehst du, zu was für Gedanken du mich treibst, du Mistspiel. Ihr seid zu spät. Ich hasse warten. Was? Lady, wir sind hier mitten in einem Raubüberfall. Ah, Jimmy! Das ist einfach so heftigstes Ocean's 11 für so unfassbar arme. Jetzt hat für zwei Abholungen. Arme. Wer am Ende von euch überlebt.
Oh, da braut sich in mir so ein Wuttumor des Hasses stellenweise auf, weil ich es auch nicht verstehen kann. Ey. So ein Scheißspiel wird für gefühlt 100 bis 200 Millionen verfickter Dollar produziert, wobei natürlich 80% E-Marketing stecken, aber ist ja nochmal ein anderes Ding. Aber verfickte Scheiße, ey, ich würde als freiwilliger Outdoor-Fanservice-mäßig, Alter, tausendmal besseren Scheiß zusammenschreiben, wie jeder wahrscheinlich normale Mensch auf diesem Planeten. Und warum investiert man nicht einfach mal darin ein bisschen Geld, ey? Und spult nicht immer den gleichen generischen Auftragsarbeiten-Scheiß hier ab und bringt auch storytechnisch einfach mal ein bisschen was, wo man sagt so, what the fuck, Alter? Das könnte einfach auch mal als Singens. Aber ey, ohne Scheiß, wenn du das auf die Leinwand bringst, würdest, könnte das nicht mal als Porno funktionieren, ey. Selbst wenn die sich da ficken würde, würde das noch keinen Spaß machen. Meine Fresse, das ist doch einfach nur furchtbar, ey. Aber gut, so viel dazu. Hi. Bring Jimmy zum Arzt. Jetzt, was geht denn ab da gerade? Ich habe schon wieder irgendwas passt. Natürlich, der Typ ist da irgendwie aus diesem scheiß Casino rausgetrampelt und die Fotze da vorne. Hat mit dem Handy telefoniert. Ich musste mich ja mal wieder um Kopf und Kragen quatschen. Da scheint man mir ein paar Bullen auf den Hals zu schicken. Ist das nicht eigentlich so eine Karre, die mir vorhin auch auf dem Fell sitzt? Jedenfalls irgendwie in die Rolle des Hauses geschlüpft, Das strippenziehende Kartell im Rücken von Las Vegas. Ich finde die Dame, die hier wohl die Chefin dessen mimen soll, ja unfassbar sympathisch und aus der Reihe tanzend. Mit ihrem 80er Jahre Afro-Look und so ein bisschen Jaggy Brown-Style. Aber what the fuck, Alter, da müsste irgendwie schon so eine in der Rente sich befindenden mit komischen Tröten am Hals rumspielenden, inzestösen Mafiosos da hinsetzen, damit das auch nur ansatzweise Sinn ergibt oder zumindest Spaß macht, Alter. Verdammt, du weißt echt, wie man fährt. Dafür bezahlt ihr mich. Als wenn sich das Fegefeuer des Glücksspiels im tiefen Herz von Amerika, Alter, von irgendeiner dahergelaufenen Crack. Ich wollte nicht. Piep, kontrollieren lassen oder was? Nee, Freunde, ey. Ach, ich weiß nicht, vielleicht kriegen sie ja noch in irgendeiner recht trashigen Hinsicht die Kurve und ich hab dann wenigstens noch ein bisschen was zu lachen und es wird schon wieder so schlecht, dass es Spaß macht. Aber ich gerade an dem Punkt bin, wo ich eigentlich nur meinen Kopf gegen die Wand schlagen möchte oder besser in den Fernseher. Es ist unfassbar, Alter, wie destruktiv dieses Spiel auf seine Konsumenten wirkt. Oder geht das nur mir so, ey? Aber alles gut. Das traurige. Ja, ich bin mal kurz ruhig. So lange wieder quatschen. Sag ihm, ich denk drüber nach. Will euch und mir ja auch fairerweise die Möglichkeit bieten, dann auch kurz mal zuzuhören. Den Scheiß in seiner Essenz auseinanderzunehmen, ja? Aber nein, was wollte ich vorher nochmal zum Besten geben? Aufmerksamkeitsspanne wie ein Meter Feldweg, Stichwort wieder, ne? Aber Adam 113 an Zentrale, verfolgen den schwarzen Audi, schicken Sie uns Verstärkung. Bestätigen. Warte mal kurz, ich mach mal einen kurzen Break, ne? Also, Rudo Momento. Jetzt nicht erschrecken nebenbei. Aber ich
Ich will ja einmal zumindest in den Chat reinschauen, wenn mir mit Sicherheit nicht jetzt jemand kurz auf die Sprünge hilft und sagt, was zur Hölle ich gerade eben habe zu erzählen. Ist aber auch scheißegal, weil es eh sich wieder in den unendlichen Nonsens einreiht, den ich hier eh schon zum Besten gebe, aber weiter geht's! Ey, du Missgeburt, du verfickte, dreckige Hure! Entschuldigung. Zeit verlängert, das ist schön. Erreiche den Fluchtpunkt. Alright, Baby, dann zerficken wir jetzt so Tempolen scheißen darauf, was auch immer ich sagen wollte. Wenn es mir gerade die Birne sprengt und... Wir sind aber ein bisschen hartnäckiger. Bäm, richtig geiler Scheiß. Auch wenn es mich sowas von vor die Wand gehauen hat. Oh, also jetzt nicht mal darauf bezogen, dass ich eine coole Sau bin. So stümperhaft ist ja irgendwie auch gegenüber dem Original an Ausschauen. Ist vor allem auch unter dem Aspekt, dass wir gefühlt anderthalb Gens weiter sind. Naja, relativ. Burnout ist da schon die Paradedisziplin, aber es sieht auch gegenüber einem Burnout 3 schon ziemlich bescheiden aus. Und dementsprechend muss ich aber sagen, dass ich trotz alledem so ausgeblutet bin in der Hinsicht. Alles cool, Freunde. Oh yeah, wir müssen mal gerade eine kleine Wendung hier machen. Wir kommen sofort. Alles cool, wir haben noch Turbo, du Missgeburt. Da hätte ich links einfach abbiegen müssen. Bringe ich diesen Satz kurz noch zu Ende und ich find's so geil. Verdammter Mist. Fuck, ey, das war aber auch nur noch eine Sekunde, oder? Also ich meine, da war ja schon das Ende, oder nicht? Ey, fick dich. Na gut, dies war nur, um kurz ein Beispiel dafür anzubringen, inwieweit hier Neustartfunktionen auch in den Story-Missionen selbst gegeben sind. Und ich halte ja schon das Maul. Und das bringen wir noch kurz zu Ende. Relativ. Wäre ein guter Moment, um mal einen Break zu machen, weil ich weiß nicht genau, wie weit die uns jetzt vielleicht die Cutscene auch noch mit präsentieren tun. Gar nicht. Also ziehen wir das jetzt durch, ey. Drauf geschissen. Also Entschuldigung an meine überraschend hier mittlerweile eingetrudelt. Drei Zuschauer, willkommen. Aber ich werde, sobald das Ding hier durch haben, eine Mini-Break, Stream aus und wieder an direkt machen, um das Ding etwas gestaffelter auf meinen YouTube-Kanal hochzuladen. Und das soll keine Werbung sein. Ich möchte nur damit sagen, vielleicht bleibt ja noch ein bisschen. Und wir haben ein bisschen Spaß zusammen. Das ist eure Entscheidung. So macht man das, Jungs! Na, das war scheiße. Wer quatscht da eigentlich? Ich bin ja immer noch die kleine süße Frau. Ich wollte jetzt nicht den Biatch-Zug aufschrecken. Ach komm, ey, ist doch eh schon abgefahren. Draufgeschissen. Biatch! Alles cool. 2,44 Kilometer. Das ist ganz schön. Ach so, wir sind hier auch von Checkpoint zu Checkpoint. Aber du, ich raus. Meinte, das habe ich irgendwann im Vorfeld schon mal gecheckt. Ey, da sind wir ja auch schon an der Stelle angekommen, wo vorhin zugrunde gegangen, oder nicht? Ey, meine Fresse, war ich vorhin schlecht. Aber das ist natürlich auch sehr stümperhaft hier, ne? Mit diesen generischen Spurenwechseln. Alter, die ja auch... Ey, das ist sicher voll laut. Ich entschuldige mich dafür, aber da geht mir echt einer ab, Alter. Da krieg ich direkt wieder so Matrix Reloaded Déjà-vus, Wenn es die Autos auf der Autobahn wie im Ballett im Kreise dreht, oh mein Gott. Er fährt nach Osten. Na und? Ist aber alles noch im grünen Bereich, das ist ja so gut wie gebongt, ey. Selbst für so eine kleine Sightseeing-Tour, Jerome sei im Garten,
kriegen wir das Ding ja noch zu Ende gebracht. Aber alles gut, ey. Schuldig, ihr Süßen, aber... Der ein oder andere. Ich hab schon verstanden. Was den Plan angeht? Er ist nicht... Ja? Treffen wir uns. Wo bist du? Ich check auch überhaupt nicht. Inwieweit die jetzt in Verbindung mit uns steht oder ob die zur Gegenseite gehört oder ob wir uns irgendwann noch treffen und das jetzt so zwei parallel verlaufende Storystränge erstmal sind, die dann irgendwie zusammenführen mit einer ganzen Menge aufgesetzter und klischeehafter Romantik und Co. und ich bin Ahab. Er ist so ein richtiger Mohawk. Der finde ich cool. Ist ja auch das Mindeste, bei Ureinwohnern mal einen Staat zu bringen. Ja? Ihr lieben Amis, ja so gut wie ausgerottet. Kleiner Funfact, zumindest war das vor 2 oder 3 Jahren noch. Entweder 5% oder 0,5% der amerikanischen Bevölkerung sind also, eben noch stammbaumtechnisch Ureinwohner, sprich die armen lieben Indianer. Ihr Idioten bringt euch ohne mich damals zugrunde gerichtet und ihres Landes beraubt. Aber ja. Rev? Hm? Du weißt, wir schaffen das nicht ohne unseren Meisteringenieur. Du redest einen Scheiß. Kann doch nicht anders. Ihr könnt auch meine Werkstatt benutzen, aber es gibt Regeln wie... Die Crew ist wieder vereint, Baby! Ruhig bleiben. Ah, die Synchro stimmt mich freudig. Irgendwo kenne ich die auch schon wieder. Ich hab's verloren, meiner Wette, weißt du... Entschuldigung. Es reicht jetzt. Seht euch hinten um, da steht... Aber die ist wirklich spiele-exklusiv, aber... Fuck, ey, Mann. Nee, da komme ich aber auch beim besten Willen nicht drauf. Das liegt zu fern in meinem verschachtelten, voll Nebel getränkten. Der gute alte 87er Buick GNX. Was für ein besser Wagen. Der schafft die 0 auf 100. Buick! Der Golf GTI 1. Der S2000. Naja, haben wir auf jeden Fall schon wieder die relativ bodenständige Tuning-Abteilung der 80er und... Obwohl, 90er wollte ich gerade sagen, das ist ja noch der Z350, der auch Anfang 2000, aber ein S2000, Alter, ach Mann, ich lebe mittlerweile so hinterm Mond, aber einen guten Abend, Buick, den natürlich kein Mensch hier in Deutschland kennt, wo es ein amerikanischer Klassiker ist und im Gegensatz zu Ford nie den Weg zu uns gefunden, aber ja, ey, da muss ich halt was... am Start. Tut mir leid, alles nur rein satirisch. Ende vom Lied ist, jetzt kommt der besagte Break, 63 Minuten, wähl mir gerade ein Auto aus. Ich glaube, das ist hier gerade ein recht guter Punkt. Und dementsprechend freue ich mich doch, wenn ihr gleich auch noch mit bei seid. Ich weiß auch nicht genau, zwischendurch, das ist eben der Xbox geschuldet. Solltet ihr hier gerade vielleicht doch irgendwas in den Chat verfasst haben und euch mir mitteilen wollen, was ich echt klasse finde. Ich mag Interaktion und so, ne? Könnte das beschissenerweise sein, dass das wieder hier auf der Xbox selbst nicht ankommt und da ich noch ein sehr kleiner Fisch bin und hier nicht in diese Mechaniken eines großen Let's Players eingeweiht bin, gerade nicht die Möglichkeit habe, auf externen Bildschirmen in meinen Chat einzusehen, was ich sehr schade finde. Aber vielleicht, leider auch nur ein bisschen schüchtern, ist auch vollkommen in Ordnung. Und dementsprechend, kurzer Break, ihr Süßen. Danke fürs Zuschauen soweit. Das geht an meine lieben YouTuber. Und dementsprechend schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein bei unserem Let's Test Need for Speed. Wobei, ich glaube, in diesen 10 Stunden dann so die Nase voll haben werde, dass ich mir das nicht mal mehr für einen 10er antun werde im Nachhinein. Aber alles cool. Das als kleines Mini-Fazit für diesen unfassbar verstrahlten Part und...